Okay, dann gucken wir mal. Was können wir denn noch mal erhöhen? Schusswaffen. 5 mm. Ja. Machen wir mal auf 40. Da muss jetzt echt mal was kommen. Sprache könnten wir mal auf 30 machen. Was haben wir denn noch? Nahkampfwaffen bin ich ja eh nicht so der Freund von. Aber Energiewaffen könnte man mal so langsam bisschen. Und Dietrich-Fertigkeiten brauche ich ja auch häufiger. Also setze ich die auch mal hoch. Dann geht's weiter zum Perk. Und da hatte ich mich eigentlich dazu entschieden, nochmal ein intensives Training einzulegen und diese Fertigkeit dann auf Beweglichkeit war das, meine ich. Schusswaffen, Schleichen, Anzahl der Aktionspunkte fürs Wetz. Das war Ausdauer, allgemeine körperliche Fitness, hohe Ausdauer, bitte Boni Gesundheit und Resistenzfähigkeit, Überleben und Waffenlos. Nee, es war Beweglichkeit, genau. Fertig. Darauf sollte ich mir erstmal einen trinken. Ich habe ja auch Durst. Wenn ich dann noch was dabei habe. Vielleicht dreckiges Wasser oder so. Schmutziges Wasser. Wow, 900 Punkte. Ein amtliches Ergebnis. Und wenn ich jetzt schnell genug bin und hier wieder rauskomme und es ist noch Tag, dann kann ich nämlich auch noch zu Mandy Vargas und dem nämlich berichten, dass die Ghule weg sind. Muss ich nur irgendwie aus dem Puff hier rauskommen. Hier muss es ja entsetzlich stinken. Zum Glück gibt's da noch keine. Ne, im Keller will ich nicht. So. Ne, eigentlich nicht, ne? Obwohl, ich weiß jetzt auch so instant gar nicht mehr, wie ich hier aus dem Schuppen rauskomme. Vielleicht hätte ich doch durch den Keller gehen sollen. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Ging doch auch irgendwie eine Tür raus, oder nicht? Da geht's runter in den Keller. Geh mal durch den Keller. Dip-tri-dip-tri-dip-tri. Hier durch das Büro von dem Nachtvolkmenschen. Treppe runter. Manchmal ist es echt nicht einfach, sich hier zu orientieren. Altmetall. Ich bin mir fast sicher, dass Mandy Vargas auch Altmetall haben wollte. Da geht's hinaus. Dann können wir auch schön Bericht erstatten. Nämlich in Novak. Weltkarte. Novak. Da werde ich vergöttert. Immerhin. No. Ah, da ist Chris. Schnell, schnell, schnell. Bevor es hier zur Wachablösung kommt. Hatten Sie Glück Hi. bei den Ghulen? Ich zähle auf Sie. Ja.
Die Ghule sind nicht mehr im Rapcon. Echt? Ich fasse es nicht, Mann. Ich wusste ja, das wird nicht leicht. Aber ich hatte gleich ein gutes Gefühl bei Ihnen. Sie sehen aus, als hätten Sie eine Menge erlebt. Das ist wohl wahr. Nochmal wegen des Manns, nach dem ich suche. Hast du das nicht wegen des Mannes? Na, egal. In Ordnung. Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß. Versprochen ist versprochen. Der Typ, nach dem Sie suchen, Benny, war mit ein paar Kerlen aus meiner alten Gang unterwegs. Sie waren auf dem Weg nach Boulder City. Boulder City. Die Großkarne in Boulder City abfangen. Wissen Sie, warum Sie dorthin gegangen sind? Keine Ahnung. Ich weiß, dass Benny noch nicht gezahlt hatte. Vielleicht wollten Sie es ihm also deswegen heimzahlen. Wo liegt Boulder City? Einfach von hier aus die Route 93 entlang. Folgen Sie der Straße nach Norden. Okay. Hoffentlich hilft das. Ich schulde Ihnen was. Ja. Yep, bis Bis bald. bald. Ja, sehr schön. Jetzt können wir auch erstmal gucken, was denn so questmäßig noch ansteht. Ich hatte ja noch einige Aufgaben, wie diesen sogenannten Baxter zu finden, der sich in irgendeiner Scheune verbergen müsste. Vault 40, Devil's Gullet. Das ist die RNK-Justizvollzugsanstalt. Da bin ich verrufen. Da sollte ich auch noch nicht einreiten, weil es könnte ein bisschen gefährlich werden. Prim. Da könnte ich eigentlich den Roboter mitnehmen. Mal gucken. Autowerkstatt Nipton. Pitstop Bombshelter, ja. Da bin ich ja gnadenlos abgekackt. Wolfhorn Ranch. Wie sieht's denn mit Aufgaben aus? Rausgeworfene. Die Gefangenen retten. Zeig mir mal den Ort an. Da. Wie könnten wir denn da hinkommen am besten? Viper Lager am Highway 95? Ranger Station Charlie? Oder von der Wolfhorn Ranch? Reise zur Wolfhorn Ranch. Ja, mach mal. Und dann. Hunger ich hab. Das sehe ich aber nicht gerne. Gucken wir mal, was wir dagegen tun können. Ja, es ist immer gut, ein bisschen was bei sich zu haben. Dann. Mal gucken, ob ich hier auch eigentlich richtig bin. Hier den Kaktus plündern. Ah, was haben wir denn da? Da haben wir noch so ein Früchtchen. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
Gefahr. So, was? Überfalllager der Legion. Ja, was ist denn jetzt hier Phase? Wieso können wir mit denen nicht sprechen? Warum rennen die hier rum wie kopflose Hühnchen? Wo sind die Gefangenen, die ich hier befreien soll? Hallo, nicht wegrennen. Hat hier überhaupt einer irgendwas zu sagen? Wir bewegen uns nicht, bevor es Totes Meer befiehlt. Wie, was? Wer ist Totes Meer? Wer ist Totes Meer? Was haben wir denn da? Heilpulver. Sehr schön. Ne Pümpel. Ja, was wird das hier? Ihn losbinden. Ihn losbinden. So. Dann haut mal lecker ab. Und die machen auch keinen Stress. Ja gut. Aufgabe abgeschlossen. So einfach ging das. Ohne einen Schuss fallen zu lassen. Sehr schön. Dann könnte ich... Oh, da unten ist ja noch so eine... Jupal... Oh oh. Mal diese mutierten Ratten. Oh, da noch so ein Vieh. Habe ich dir die Beinchen abgeschossen? Ja, komm, ist gut jetzt. Ganz spektakulär die Ratte erlegt. Ah, da ist noch was, was ich pflücken kann. Ja, es lohnt sich. So braucht man auch nichts für sein Essen bezahlen. Kann man sich schön alles hier in der Wüste mal gepflegt wegpicken. Hier ist nämlich noch so eine Kaktusgedönse. Wie ist denn überhaupt mein Status? Mein Zustand? Erfreulich. Bin ich verstrahlt? Geringfügig. Nehme ich mal ein Red Array, habe ich ja ein paar von Effekte. Schutzwaffen plus 10, Nahkampfwaffen plus 5. Radiation, gut. Durst, ja, habe ich. Hunger habe ich auch und müde bin ich nur ein bisschen. Gott, dann einmal was zu essen. Und so. Sollte erstmal reichen. Achso, ja, Karte. Gucken. Was als nächstes? Aufgaben. Haben wir ja nur noch mein lieber Eddie. Oder da sind sie lang. Die Großkarne im Boulder City abfangen. Zeig mir mal den Ort an. Oh. Das ist schon eine ganze Ecke. Helios One habe ich noch nicht entdeckt. Hier war doch auch irgendwo so ein... Hier sollte doch auch so ein Sua sein. Genau. Wo sich dieser Baxter versteckt. Den möchte ich doch gerne als nächstes mal aufspüren. Mal gucken, ob wir den Typen nicht finden.
Na, Trudy. Ich könnte ja mal gucken, ob ich dein Radio reparieren kann. Vielleicht funktioniert's ja jetzt. Wo der Laden schon nicht mehr läuft. Reparieren von mindestens 20 erforderlich. Das Funkgerät reparieren. Ja. Damit hätte ich die Aufgabe auch erledigt. Bringt allerdings leider nichts mehr. Trudy kann sich leider nicht mehr freuen. So. Sergeant Arcus. Jetzt kommen wir zu deiner Sache mit dem Sua. Den werde ich mir jetzt als nächstes mal anschauen. Wäre doch gelacht, wenn wir diesen Baxter nicht finden würden. War ich hier schon drin? Frankie's Home. Na. Man darf die Tür aufschließen, aber wenn man hier was mitgehen lässt, dann ist doof. Nee. Immer wieder raus hier. Haben wir dem die Tür geknackt. Auch nicht schlecht. Kann aber eigentlich so weit nicht entfernt sein hier, dieser Sur. Da. Weiß ich, Heuschober oder was auch immer das dann sein soll. Stöpsken. Keep out. Good Spring Sewer. Sunset Sarsaparilla. Leider keine mehr drin. Vielleicht müssen wir dann auch noch ein Stückchen weiter hier. Keep out. Das lädt mich doch quasi geradezu ein. Ich rieche aber Minen. Irgendwo sind hier bestimmt welche. Und dann fliegen mir wieder die Beine um die Ohren. Irgendwas zuckt doch. Da. Oh oh. Ja, die sind falsch. Verkrüppelt. Mich vergiftet. Kann man nicht aufmachen. Oh, da sind noch mehr. Giftdrüse. Die haben ja doch ordentlich zugesetzt, muss man ja sagen. Die haben mir doch ordentlich zugesetzt. Ich hatte doch noch... Ach, trinken wir einfach mal ein paar Sunset Sarsaparilla. Dann geht's schon wieder gut. Und wenn wir Glück haben, dann ist ja vielleicht auch mal wieder ein Sternkörkchen dabei. Müssen wir mal eine Runde warten und vielleicht nochmal ein
Bisschen Wasser trinken da drauf. Hört man nicht noch irgendwo. Genau. Aufbereitetes Wasser. Ah, schön. Gut, dann können wir ja mal gucken, ob denn hier nicht noch irgendwo einer von denen rumsummt, rumfliegt. Ah. Nee, doch da. Ein Junger. Den wollen wir mal den Stachel stutzen. Na komm schon, kann aber nicht sein. Ist sowieso die falsche Waffe. Na, was bist du denn für einer? Verbrannte Leiche. Sollte auch vielleicht mal wieder speichern. Drei von den Dingern, Mann, Scheiße. Mir geht's gar nicht gut, ich muss hier weg. Oh nein. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!